Wir wollen euch in diesen besonderen Wochen ein paar nützliche Tipps geben rund um Haut- und Haarpflege und Styling. Ich bin Nina Lauterbach, ich bin Pressereferentin bei Alcina. Und ich bin Silke Meyer-Arndt, Leiterin des Kosmetikcafés. Wir stehen hier auch schön weit auseinander, dass wir den nötigen Abstand halten. Heute geht es um das Thema Hautpflege im Frühling. Bei mir ist das immer so, nach der kalten Jahreszeit habe ich auch das Bedürfnis, meine Hautpflege umzustellen. Man möchte jetzt etwas, was vielleicht nicht mehr so fetthaltig ist. Und ich finde es auch morgens immer im Badezimmer ganz schön, vielleicht jetzt mal einen anderen Duft aus dem Tiegel zu riechen. Wie geht es dir da? Ich glaube, das geht ganz vielen so. Wichtig ist auch immer zu gucken, wie hat deine Haut überhaupt den Winter überstanden? Denn wir haben ja auch die Heizungsluft, mit der unsere Haut oftmals doch zu kämpfen hat, weil diese Heizungsperiode super lang war. Woher weiß ich denn, was meine Haut braucht? Es geht ganz einfach. Du brauchst dir einfach nur den nächstmöglichen Spiegel suchen. Das kannst du nämlich für dich alleine feststellen. Und dann hebst du einfach deine Wangenpartie leicht an. Und wenn sich hier Querlinien bilden, dann fehlt der Haut Feuchtigkeit. Wenn sich Längslinien bilden, ne, wenn du schiebst und es bilden sich Längslinien, fehlt der Haut Fett. Und wenn das wie so ein Karo ist, also quer und längs, fehlt der Haut Fett und Feuchtigkeit. Du hast im Kosmetikcafé ganz häufig so einen Trick mit diesem Schwamm, dass man sich das irgendwie noch mal besser vorstellen kann. Wie wirkt die Creme, wie zieht die ein in die Haut? Mhm. Kannst du uns das noch mal zeigen? Ich habe das schon mal vorbereitet, weil das ist häufig auch für ganz viele wichtig, wann mache ich eigentlich was, ne? Also in welcher Reihenfolge trage ich auch die Produkte auf. Und darum habe ich dieses Schwämmchen mal vorbereitet. Das ist wie so eine ganz trockene Haut. Und hier vorne, da sieht man, da ist zwar die Oberfläche etwas ebenmäßiger. Da habe ich jetzt mal die Creme aufgetragen und verteilt. Da ist zwar das Porenrelief etwas feiner und das fühlt sich in der Oberfläche auch geschmeidiger an, aber in der Tiefe, das sieht man hier sehr gut, passiert gar nichts. Dann habe ich mal auf einer Seite das Feuchtigkeitsserum aufgetragen und das Feuchtigkeitsserum, das pattert man so richtig schön ein. Da muss man bei der Hautpflege auch darauf achten, dass man es nicht nur aufträgt und verteilt, sondern richtig schön einpattert auf der Haut. Und da sieht man schon, ne, dass es etwas tiefer geht. Das ist so wie das tägliche Glas Wasser für die Haut. Und am intensivsten, wer die Feuchtigkeitsquelle wieder aktivieren möchte der Haut, so nach einer langen Heizungsperiode zum Beispiel, der hat den besten Erfolg mit dem Hyaluron 2.0 Face Gel, weil das nämlich richtig Tiefen vorsorgt und die Feuchtigkeitsquelle der Haut wieder aktiviert. Das siehst du hier sehr schön, ne? Das quillt hier das Schwämmchen auf. Das heißt, es schenkt auch so eine richtig schöne, pralle Haut. Häufig musst du es aber miteinander kombinieren. Wie ist das denn für die verschiedenen Altersgruppen? Gibt es da irgendwie noch mal eine Empfehlung, ab welchem Alter vielleicht was genutzt werden kann? Eine jüngere Haut, ich sage jetzt mal auch um die 20, die kann zum Beispiel das tägliche Glas Wasser in Form des Feuchtigkeitsserums alleine auftragen. Das heißt, sie trägt es auf, pattert es ein und könnte anschließend sofort auch mit ihrem Make-up beginnen oder das eben auch als Abschlusspflege einfach drauf lassen. So ab 25 fehlt der Haut schon deutlich mehr Feuchtigkeit. Und wenn die Feuchtigkeitsquelle wieder sprudeln soll, ne, weil eben ganz viel Feuchtigkeit fehlt, dann empfiehlt sich Hyaluron Face Gel, weil das halt die Feuchtigkeitsquelle aktiviert. Da musst du auf jeden Fall was drüber tun, weil das reicht der Haut nicht aus. Ne? Da könntest du jetzt nicht direkt mit dem Make-up starten. Und da würdest du dann anschließend ab 25 die Hyaluron-Creme auftragen. Oder wenn du halt schon ein bisschen reifer bist, ne? Also ich sag mal so 39, 40 aufwärts, kannst du es natürlich auch toll kombinieren, indem du erst das Face Gel aufträgst und dann anschließend die It's Never Too Late Creme. So kannst du halt immer ganz schön spielen. Mhm. Und eine junge Kundin, die intensiv einfach auch mal vorbeugen möchte vor Fältchen, die kann natürlich auch die Pre-Aging nochmal nehmen, ne? Mhm. Die vielleicht auch noch gar keine Linien hat und der noch keine Feuchtigkeit fehlt. Wenn die Sonne jetzt steigt am Himmel, ist es sicherlich für viele auch nochmal eine Frage mit dem Lichtschutzfaktor. Ich glaube, das machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge, wie man seine Haut da am besten vor der Sonne schützt. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns eure Wünsche schreibt, denn wir haben viele Ideen, aber es wäre auch toll, wenn wir Anregungen bekämen und ein bisschen wissen, wozu ihr auch Lust habt oder wozu ihr noch mal mehr Informationen haben wollt. Wir freuen uns. Bleibt gesund. Wir sagen am Ende genau, bleibt gesund und bis bald.